Huh. Spider sense tingling. Signaling danger. Trouble up ahead. Let's go, Spider-Man. Doomsday. War das nicht ein DC-Villain? Gegner. Jetzt sag ich schon Villain. Was ist das hier für ein Affentheater? Planet der Affen. Ketolution. Am Ende kriege ich das ganze Let's Play in 3 Folgen durch, das wär's ja. Spider-Man. Hätte sich voll gelohnt. Kann ich gleich noch das nächste aufnehmen. Aber gut, habe ich schon erwähnt, ich wäre gerade auf der Gamescom, was gerade ein bisschen doof ist, weil ich nicht da sein kann. Und deswegen hier aufnehme. Ich meine, ich war vor 2 Jahren schon mal da. Ätzend. Einfach ätzend, wie viele Leute da sind. Und dann überall Babys, weißt du? Leute auf der Gamescom mit Kinderwagen. Prinzipiell immer das heißeste Wochenende des Jahres, außer diesem Mal. Ach du Scheiße, warum brennt's denn hier? Zieht mir das irgendwie Energie ab? Ja. Ach du Hilfe. Das ist unfair. Doom ist ein Arschloch. Der will nur meine Münzen haben. Krass, ey. Scheiße, ich hätte vielleicht mal Submariner nehmen können. Vielleicht hätte er hier Wasser spritzen oder sowas können. Wieso brennt das hier überall? Das ist unfair. Boah, Leute, ihr versperrt mir gerade so ein bisschen den Weg. Wollt ihr eigentlich selber gerüstet werden oder was soll das? Special Effects, die Framerate geht runter auf 29. Wir haben uns endlich einen super Weg gefunden, um Skyrim aufzunehmen. Einer, der so gut wie gar nicht die FPS belastet, weil das Spiel selber belastet die FPS schon immens. Weil ich ein bisschen zu stark mit HD-Texture Packs umgesprungen bin. Ich weiß nicht, Skyrim hat irgendeinen komischen Speicherfehler, der es immer mal wieder abstürzen lässt, wenn er meint, nö, keine Lust mehr. Ist schon seltsam. Ich muss mal gucken, ob ich den Memory Patch installiert habe oder kriege. Wieso ist die Ex eigentlich schon wieder da? Muss ich jeden Gegner in diesem Spiel 2-mal besiegen? Wann kommt dann Kingpin das nächste Mal? Boah, ey, diese Affen gehen mir schon so ein bisschen auf den Keks. Wisst ihr was? Hawkeye! Hawkeye! Oh, falsche Taste. Mal wieder 2 Münzen nachgelegt. Ah! Echse frisst Adler, Echse frisst Adler. Habicht? Was war nochmal ein Hawk? Igel war ja ein Adler. Falke! Hawk war Falke. Ah ja. Indem ich die Echse besiege, hört das auf zu... Ah ja, die Pfeile haben eine Reichweite von noch nicht mal bis aus dem Bildschirm raus. Mann, das ist ja wie in New York. Wäre ein super Feld für Sandman, oder? Kawabanga! So, das nehme ich noch mit. Falls mir sonst irgendwann auf den Sack geht, ich weiß schon. Cool, wir haben alle Bumerangs. Nur ich habe Pfeile. Da wird es Specials gibt. Ich wollte gerade auf so ein Ding aufsteigen. Vielleicht bringt das ja was, so wie die anderen Leute. So. Wie gesagt, Gamescom sauteuer.
Vor allem, weil sie nicht mehr dieses coole Wochenendticket haben. Da wurde wirklich ein Ticket und alle Tage. Da konntest du rein und raus, wie du lustig warst. Jetzt hast du ein Problem, wenn du mit deiner Tageskarte rein und wieder raus willst. Und wieder rein. Submariner. Psst, psst. Ah ja, Narmbor kann blitzen. Warum auch immer. Solange es funktioniert. So, dann müsste ich ja irgendwie nach Köln kommen. Das letzte Mal bin ich mit Auto gefahren. Ist eine super Fahrt von Berlin nach Köln, da wirst du... Tja! Ich habe ihn durch die Wand geschlagen. Also Anfahrt müsste ich zahlen, dann müsste ich da Hotel zahlen. Dann müsste ich auch noch die Eintrittskarte irgendwie und dann ist ganz aus. Ich wollte nur wissen, das sind Bomben, oder? Ja, das sind Bomben. Ist das kleine Flügel, die Narmbor da ein Möchchen hat? Ich meine, ich kenne den Typen nicht wirklich. Ich weiß von seiner Existenz, aber er ist mir irgendwie egal. Weil Narmbor ist so ein Typ, der wirkt irgendwie, als würde er ins DC-Universum gehören. Genauso wie Batman ja von allen als Marvel-Charakter abgestempelt wird. Muss daran liegen, dass es so gritty wirkt. Also, Narmbor. Ratten! Nein! Nein! 8 Balls! Die werden langsam nervig mit ihrem Rumgerolle. Tja! Das wäre nicht schon Kapitel 4 Jahre. Roll durch die Wand! Schade, dafür sind die Gegner nicht schlau genug. Habt ihr schon mal wieder irgendwas gesehen, was man noch kaputt macht? Boah, 4 von denen? Tö. So muss das. Ich würde mich gerne ducken gegen diese... Alter! Bams! Und Bams! Ist er jetzt endlich weg? Was war das? Ah! Noch so ein Sack. Kann ich den eigentlich nur nach oben werfen oder geht es auch mal woanders hin? Yeah! Up, up and away! Ja, das ist Absicht. Ich habe keine Lust mehr, mit dem Typen zu kämpfen. Danke! Continue mit... Spider-Man! Der ist nämlich so schlau, einfach darüber zu springen. So, Gesundheit eingesammelt, nicht an Namen verschwendet. Bin ich gut. Oh, er schon wieder. Ich wünschte, ich hätte andere Angriffe als immer nur Schlagen und Springen. Wobei Springen noch nicht mal ein Angriff ist, sondern einfach nur eine Funktion, die nicht viel Sinn hat. Ja, steigst wieder auf deinen Scheiß... er steigt wieder auf seinen Scheiß Leiter. Kobold, Runde 2. Die Brücke nach Latveria. Boah. Also erstmal, Foot Clan, hör auf zu nerven. Kobold, komm bei Fuß. Eine schöne Gesundheit, die ich gerade gesammelt habe. Aha, hab schon gelegen. Konntest mich nicht umhauen. Boah. Ich bin so unfähig. Lass mal Hintern kratzen. Okay, der grüne Kobold ist wirklich scheiße. Alter!
Ich habe ihn noch nicht einmal getroffen. Nicht einmal. Er fliegt ja auch immer über das ganze Spielfeld. Oh, endlich. Was? Das war alles, was ich getroffen habe? Willkommen zur eine Stunde mit Spidey gegen Kobold. Ich dachte, das Gesprächspotenzial wäre jetzt schon ausgeschöpft. Also ist es. Aber ich dachte auch, ich muss nichts mehr reden, weil Spiel zu Ende, aber offenbar. Los, Kätzchen, bring mir Glück. Ja, nein. Autsch. Das ist aber auch so eine Kettenreaktion. Du wirst einmal von dem Typen getroffen und wirst im Prinzip gleich dreimal getroffen. Alter. Rauf und runter, rauf und runter. Ich bin der Kobold, triff mich nicht. So ein bisschen wünschte ich ja, seine Energie würde ihm auch abgezogen werden. Ja, Kätzchen, du bist super. Was war das denn? Wusch! Das müssen wir merken. Ich kann Special Moves. Die sogar was bringen. Muss man auch erstmal drauf kommen, beide Angriffsknöpfe auf einmal zu drücken. Jetzt muss ich natürlich sämtliche Charaktere nochmal rannehmen, um zu gucken, was sie für Special Moves haben. Aber sieht so aus, als wäre die Katze eh gleich im Sack. Aus dem Sack. Cat is out. Ja, ich möchte weitermachen und zwar mit. Genau, mit dem Submariner. Hast du einen Spezialangriff oder? Thunder! Thunder, Thunder, Thundercat! Ich habe nur keine Ahnung, wie ich den einsetzen soll, diesen Special Move. Aua! Du bist unfähig! Ja, es trifft ihn einfach überhaupt nicht. Nach oben drücken, nach links, nach rechts. Ah, nach links. So, Kobold, bitte mal. Na, mal wegbomben. Danke. Yes, continue with. Ah ja, verstehe. Hawkers Spezialangriff ist also einmal mit seinem Bogen zuschlagen und einen Pfeil schießen. Okay. Ihr müsst euch das jetzt schon seit 4 Tagen antun. Super. Naja, vielleicht nicht ganz. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier schneiden werde. Ich werde wahrscheinlich auf 4 Folgen schneiden, wenn ich auf 4 Folgen komme. Endlich kann ich den Spezialmove mal zu was nutzen. Du machst immer das Gleiche. Ja, ist effektiv. Tut mir leid. Continue. Spider-Man. Yeah. Was hat denn Spidey für einen Special Move? Hat er überhaupt einen? Oh. Netz. Flip. So, ich sehe Sand. Raten wir mal, was jetzt kommt. Das Flip bringt total viel. Da hat mir irgendwie Hawkeyes Special Angriff mehr gefallen. Ich sehe schon, es ist im Prinzip nur ein Distanzschuss.
Krankheit! Na, kommt schon, Leute. Ein Affentheater hier in Latveria, ist es immer so? Dr. Doom ist der Zauberer von Oz, fusioniert mit der Hexe des, ich weiß nicht, Ostens? Was? Du kennst den Zauberer von Oz nicht? Nee, tut mir leid. Nicht wirklich. Na, jedenfalls mit der Wicked Witch hat er sich irgendwie fusioniert und deswegen hat er jetzt diese geflügelten Affen ohne Flügel. Continue. Spider-Man. Ich bleib ab jetzt im Spider-Man-Modus, weil wir sind kurz vorm Ende des Spiels. Scheiße. Da war das Timing jetzt gerade nicht so, wie ich es gehofft hatte. Steh auf! Man kann ihm aber auch nicht ausweichen, oder? Finisher! Was? Die Tür muss ich gar nicht eintreten. Oh komm, die Rüstung jetzt hier aber. Das Pferd auch nicht. Footland! Aber immerhin, wir sind schon in Dooms Schloss. So lang kann es nicht mehr gehen. Wie ich diesen Netzschwinger mache, weiß ich übrigens nicht. Das passiert einfach. Oh, hallo, Dr. Doom. Welch Wunder. Jetzt schon, Alter, und der ist so fies. Ich bin so tot. Und ich werde wahrscheinlich noch einige Male mehr sterben, also...